120 Jahre. Das Müllersche Volksbad ist eine Zeitreise in die Vergangenheit. Am 1. Mai 1901 kommen die ersten Gäste in das Volksbad. Übrigens nicht nur Menschen. Das Jubiläum ist für Betriebsleiter Erich Kühnenberger ein ganz besonderes Gefühl. Wir sind ja hier nicht nur zur Beckenaufsicht oder zur Animation unserer Badegäste, sondern wir sind halt auch so eine Art Museumswärter. Ganz viele Fragen an uns werden natürlich auch von Gästen gerichtet über die Historie des Bades. Also das ist schon ein sehr, sehr einmaliger Beruf, wo man sagt, dass allen Kollegen, die hier arbeiten, die sind schon sehr, sehr verbunden mit dem Bad. Ich glaube, mehr vielleicht, als man es in einem modernen Bad wird. Also es ist schon was Besonderes, wenn man hier arbeiten darf. Heute besuchen jedes Jahr mehr als 230.000 Menschen das denkmalgeschützte Bad, in dem das historische Ambiente in jedem Fall vorprogrammiert ist. Wir haben ja mittlerweile in allen Bädern gibt's ein modernes Zeiterfassungssystem. Der Badegast kommt rein, kriegt eine Magnetkarte. Man weiß genau, wie lange war der da, wann geht der wieder. Das gab es natürlich vor 120 Jahren noch nicht. Die Leute haben draußen gewartet, dass wieder jemand rausgegangen ist, dass sie wieder rein konnten. Und um das zu kontrollieren, wurden vom Bademeister damals regelmäßig die Fingerkuppen kontrolliert. Und wenn sich die dann schon so gewellt haben, wie man es kennt, wenn man mal eine Stunde zu Hause in der Badewanne liegt, dann hat der Bademeister gesagt, du jetzt nach Hause und der Nächste kann rein. Also das war damals das Zeitmanagement für unsere Badegäste. Corona-bedingt ist das Müllersche Volksbad seit Oktober 2020 geschlossen. Zu tun gibt es in so einem historischen Gebäude aber genug. Wir haben natürlich einige Arbeiten erledigt, die man normalerweise bei laufendem Betrieb nicht machen kann. Technische Anlagen, die man ja normalerweise bei Wartungsarbeiten abstellen müsste, dann wäre kein Badebetrieb möglich, weil das Becken muss natürlich 24 Stunden am Tag aufbereitet werden. Das konnte man jetzt machen. Ein paar Instandsetzungsarbeiten wurden durchgeführt und natürlich muss jeden Tag auch diese Routinearbeiten durchgeführt werden. Bedeutet also, das Müllersche Volksbad ist bereit für seine Badegäste. Vorausgesetzt, der Inzidenzwert lässt es dann auch bald wieder zu.